Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper, der rätselratende Gaming-Wolf. Ja, und heute möchte ich mich wieder ein bisschen an Emojis langhangeln. Ich bin auch wieder alleine unterwegs, denn alleine kann ich das auch ganz gut. Und ja, ich bin auf der Seite von Generation Sonnenschein und ich möchte wieder, diesmal möchte ich mal versuchen, Sänger zu erraten anhand von Emojis oder Sängerin. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz so gut drin, aber ich bin mal gespannt, ob ich an den einen oder anderen vielleicht doch anhand der Emojis erkenne. Ich würde sagen, wenn euch diese Art von Videos gefallen, dann lasst ihr mir schon mal ein Like da. Außerdem könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, würdet ihr mich sehr mit unterstützen, außerdem Glocke aktivieren, um nicht zu verpassen. Hier kommen jeden Tag auch Gaming-Videos, mehrmals die Woche Rätsel-Videos. Also, könnt ihr gerne mal, ne, genau. Und wir gehen jetzt hier rüber. So. Ups, ich bin schon wieder ein bisschen grün. Dann müssen wir einmal hier, zack, so einmal wechseln. So, den bin ich auch, glaube ich, ein bisschen groß hier. Ich glaube, so ist besser. Und ich glaube, ich kann auch mal hier rüber gehen. So. Dem Video lassen wir schon mal ein Like da. Wie schon gesagt, Generation Sonnenschein, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, jetzt machen wir das Video groß. Und hallo Leute. Genau, in hallo. In diesem Video geht es darum, Musiker anhand von Emojis zu erraten. Das habe ich schon erklärt. Und hallo gleich erstmal die Werbung geskippt. In diesem Video geht es darum, Musiker anhand von Emojis zu erraten. Ja, das hatten wir eben noch schon. Bilder zeigen. Okay. Und du musst aufgrund der Emoji-Kombination erkennen, um welchen Sänger es sich handelt. Für jeden Sänger hast du 15 Sekunden Zeit. Okay. Wenn du mal länger benötigen, kannst du jederzeit Pause drücken. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viele Musiker du erraten kannst. Ja, da glaube ich, da drin glaube ich, bin ich nicht so gut. In die Kommentare. Und wenn du in Zukunft noch mehr unterhaltsame Videos sehen willst, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bist du bereit? Los geht's! Okay. Schieß los. Also gut, dann kommen wir zur Nummer 1. Nummer 1. Was ist das für ein Musiker? Milchbubike. Ich denke, das sollte Justin Bieber sein, oder? Kanada, Milchbubi-Gesicht. Joa, ich denke, das ist Justin Bieber. Bist du drauf gekommen? Es ist der kanadische Popsänger Justin Bieber. Ah. Okay, weiß jetzt nicht, ob ich da stolz drauf sein muss, den erkannt zu haben. Wie sieht's mit diesem Musiker aus? Ah, Snoop Dogg! Snoop Dogg, den kenne ich auch noch. Okay. Ich hoffe nur, der kommt mit nichts zu neuen oder modernen, weil ich glaube, dann habe ich richtig. Hast du eine Idee? Es ist der berühmte amerikanische Rapper. Dann hol die Hundetüte raus. Müssen wir meinen Mist wegräumen. Okay. Nummer 3. Welcher Musiker ist das? Wie heißt er? Heino müsste das sein, glaube ich. Oh, bis jetzt bin ich gar nicht so schlecht, wie ich befürchtet habe. Aber es kommen ja noch ein paar, das waren erst 3, ne? 7 fehlen ja noch. Es handelt sich um den deutschen Schlagersänger Heino. Ja, okay. Nummer 4. Erkennst du auch diesen Musiker? Hä? Ah doch, das soll Crow sein. Mit der Panda-Maske. Doch, doch. Kenn ich auch. Es ist zwar alles nicht so meine Musik, aber doch, kenn ich. Also, anhand der Emojis erkenne ich die. Es handelt sich um den deutschen Rapper Quo. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ja. Nummer 5. Was kommt denn jetzt? Wie sieht's mit diesem Musiker aus? Hä? Moonwalk! Michael Jackson! Doch! Ja! Ey. Das ist der. Also, bis jetzt hast du dir ja ganz einfache Sachen ausgesucht. Oder sind die einfach nur so gut darzustellen? Hast du es erraten? Es ist der King of Pop. Ich bin auf jeden Fall schon mal überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele schaffe. Wie sieht's mit diesem Musiker aus? Ey, ich wette, ich hau mir gleich einen Kopf, wenn ich den Namen sehe. Ohne Bienenkönigin, Hast du es gewusst? Es ist die amerikanische R&B-Sängerin Beyoncé. Auch genannt Queen Bee. Okay, ich sag doch, ich hätte meinen Kopf hauen können. Nummer 7.
Welcher Musiker ist das? Wer soll das sein? DJ Ötzi? Also ganz ehrlich, ich bin mir ganz unsicher. Aber vielleicht habe ich ja recht. Hast du eine Idee? Es ist der österreichische Schlagersänger DJ Ötzi. Ah, doch, richtig. Gut, okay. Puh. Nummer 8. Welcher Musiker ist das? Ah, 50 Cent. Okay, das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig dargestellt. 50 Geld. Ne, 50 Cent. Okay, komm. Kannst du es erraten? Es ist der US-Rapper 50 Cent. Nein, doch. Nummer 9. Wie sieht's mit diesem Musiker aus? Ach du Schande. Oh, wie heißt der? Na, die Ruth. Der. Ed Sheeran? Heißt er Ed Sheeran? Hier der Rothaarige mit seinen Locken. Habe ich da recht? Verraten? Es ist der Popsänger Ed Sheeran. Yay! Boah! Nummer 10. Hui. Welcher Musiker ist diesmal gesucht? Blond? Lippenstift? Ey! Amerika? Sorry, da gibt es so viele! Das könnte Britney Spears sein, das könnte Christina Aguilera sein, das könnte es denn noch sein? Es ist die Popsängerin Taylor Swift. Ja, die könnte es auch sein. Genau. Das waren 10 Musiker getarnt als Emojis. Wie viele konntest du erraten? Schreib es mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Genau, das, was er gesagt hat, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, ihr könnt natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn euch solche Art von Videos gefallen. Ich glaube, ich war gar nicht mal so schlecht. Wie viele hatte ich? Hatte ich 7 von 10 oder 8 von 10? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich lasse wie immer einen kleinen Counter mitlaufen und dann seht ihr das ja jetzt hier eingeblendet. Und ihr konntet natürlich auch fleißig in den Kommentaren mitraten. Sagt mir doch mal, wie viele habt ihr geschafft? Wart ihr besser als ich? Oder wart ihr schlechter als ich? Ich war ja gar nicht so übel, ne? Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, lasst auf jeden Fall noch eine positive Bewertung da. Und, natürlich abonniert auch gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wie schon gesagt, hier kommen jeden Tag Gaming-Videos und mehrmals die Woche auch ein paar Rätsel-Videos. Also, ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Cooper der Wolf. Au! Bye, bye.